zu Gast bei den Los Angeles Lakers. Ja, meine lieben werten Freunde, das ist hier heute das erste NBA 2K14 My Curry Video, was ich für euch nachkommentieren werde. Ja, wir sind heute bei den Los Angeles Lakers und hier die Startaufstellung der beiden Mannschaften, die Lakers mit Kobe Bryant. Mein Name ist Vetter. Ja, wir werden noch ein paar geile Duelle gegen Kobe Bryant haben. Kobe Bryant gegen Kobe Bryant. Ja. Die Lakers, wie schon gesehen, ersten drei Spiele verloren. Wir haben unsere ersten beiden gewonnen. Ob hier heute dritter Sieg in Folge kommt, wissen wir nicht. Erstmal jetzt hier Louis Williams an Kobe Bryant. Und der ist sofort drin. Also, ihr könnt die Kommentare schreiben, nachkommentiert, kommentiert, live kommentiert. Also, da möchte ich natürlich eure Meinung hören. So, wie ihr schon sehen könnt unten, wir liegen mit 15 Punkten hinten. Und jetzt hier Kobe Bryant. Ich mit einer guten Wurf-Defense, aber das ist einfach Kobe. Das ist Number 24, The Black Mamba. Du hast keine Chance. Ich habe auch die Lakers-Halle, einen geilen Mod drin, sieht ziemlich nice aus. Ich versuche meine ersten Punkte an, Steven Jackson, und der Steal. Erster Steal für mich, wir gehen es langsam an, im Post. Was machen wir? Kommen wir nicht vorbei. Spielen wir lieber raus, was macht Teague? Passt immer auf Horford, und der ist drin. Ja. 10-25, ein grauenhaftes erstes Viertel. Da haben die Lakers einen deutlich besseren Start gehabt. Und ob es hier zum Duell Kobe Bryant gegen Kobe Bryant kommen wird, das weiß man nicht. Jetzt Paul Gasol, Fadeaway, und da ist mein erster Rebound. Jetzt Coast to Coast. Versuchen wir es. Ne, lieber nicht. Da vertraue ich meinen Spielern noch nicht so, dass er es hier hinbekommt. Ich bin da immer ziemlich unsicher, wenn es darum geht, in die Zone zu ziehen. Da passe ich lieber nochmal ab und hole mir den sicheren Rebound. Und ja, jetzt sind es mittlerweile schon 16 Punkte Rückstand. Nick Young, unser Gegenspieler. Nick Young, sauguter Spieler. Tony Meeks mit dem Dreier versuchen nicht drin. Unser Rebound und dann boop, dieser grauenhafte Pass. Ja, da guckt mein Spieler etwas energisch. Ja, also ein Grottenpass, das muss besser werden. So, und der nächste Jumpshot von Steve Nash, unser nächster Rebound. Ah, da haben wir schon drei. Und jetzt Louis Williams, was macht der? Wir stehen hier völlig frei. Al Horford im Post gegen Paul Gasol. Deutlicher. Al Horford ist da ein bisschen besser. Und versucht sein Glück. Ich könnte freistehen. Ich hätte auch werfen können, aber. Ja, Spin-Move-Versuch. Und da ist schon der Turnover. Und auf der anderen Seite Steven Jackson trifft. Und das sind 26 Punkte Rückstand. Mitten im zweiten Viertel. Also die Lakers haben einen Traumstart hingelegt. Wie man schon oben rechts sehen kann, drei Turnovers, drei Rebounds, ja. Eine Punktemaschine bin ich so überhaupt noch nicht. Das kommt noch alles. Aber hier Jeff T für drei. Ja, der erste Assist in dem Spiel. Jeff T auch ein von drei aus dem Feld. Und seine ersten drei Punkte geht besser. Kobe, oh. Unser Stil. Zweiter Stil in einem Spiel. Wunderbar, warum denn nicht? Wieder Williams, den müssen wir eigentlich immer anspielen, dass er auch einen Dreier werfen kann, aber wenn es Horford so macht, wunderbar. So, wir könnten noch 24 verkürzen. Steven Jackson trifft den Layup nicht. Jetzt versuchen wir mal hier irgendeinen Run zu starten. Was machen wir am besten? Hier hätte ich auch werfen können. Ja, mein Spieler, wie gesagt, noch kaum Ausdauer. Und da ziehst das Foul an Paul Gasol. So, auf geht's an die Linie. Der erste sitzt nicht. Ja, irgendwie habe ich Probleme mit den Freiwürfen. Also,
Das ist sehr schwer. Und der zweite sitzt ebenfalls nicht. 0 von 2 Freiwürfen. Bitter. 25:51, also da könnte man sagen, Los Angeles Clippers gegen die Lakers, so stand es ungefähr auch. Nur, dass die Clippers was mit 50 Punkten geführt haben. Ja, und das sind unsere ersten Punkte an Nick Young, schöner Spin-Move. Ja, wohl auch langsamer Zeit, unsere ersten Punkte. Und die Lakers spielen einfach richtig stark heute hier gerade. Kobe Bryant, der hat ein super Spiel. Nächster Jumpshot und der ist drin. Kobe 24 Punkte in der Zone. Unglaubliches Spiel in der ersten Halbzeit. 40:62. Erste Halbzeit. Lakers ahead, running away with this one. Time now for the halftime break, with the third quarter soon to follow, right here on 2K Sports. Now, presented by Sprint. With a few games of the new season already under our belt, we're back in the NBA groove. This is 2K Sports. The Lakers came out with a full head of steam. They've struggled a bit in the early going this season, but appear to be in good shape for the second half. They've done a great job closing out their defensive possessions, grabbing boards, great rebounding. Kobe's been lights out in the first two quarters. The bucket looks about 5 feet wide for him. He hasn't missed one shot. Can you believe it? For the Hawks, they have not been good early on. Their three-point shooting has been nowhere to be found. It's really hurt them offensively. That's why they're behind. And that does it for us here in the studio. Thanks so much for joining me. Now, back out to Kevin and the gang. The Sprint Halftime Report, presented by Sprint. So, und das war auch schon der Halbzeitbericht. Auf geht's in die zweite Halbzeit. Vielleicht mit ein bisschen Schwung. Was macht Kobe da? Unser nächster Rebound immerhin. Und ja, der nächste Turnover. So einfach geht's. Und auf der anderen Seite wieder mal Steven Jackson. Ja, der profitiert von meinen Turnovern. Und hier, Quadruple Single, ein dynamisches Ziel. Unsere Aufgabe für dieses vierte: ein Korb, ein Assist, ein Rebound oder entweder ein Steal oder ein Block. So, versuchen wir mal, diese vier Ziele zu schaffen. Al Horford, raus zu mir. Was? Stellen wir einen super Block. Und Williams für 3. Da schon der Assist. Und klar, der Rebound. So einfach geht's, ja. Und da haben wir schon 5 Rebounds in einem Spiel. Und Dennis Schröder auf der anderen Seite. Wunderschön gemacht von Dennis Schröder. Unser nächster Assist. So, wir sind wieder am Ball. Dennis Schröder, was macht er? Er zieht in die Zone. Unglaublicher Move von Dennis Schröder. Und wir kommen ran. Nur noch 19 Punkte. Wieder auf Williams. Der steht für 3 frei. 5 Assists in dem Spiel. Ja, 5 Assists, 6 Rebounds. Wurfquote 17%. Kobe, nächster Wurf. Nicht drinne. Unser Rebound. 7 Rebounds. 14 Punkte noch. Jeff Teague. Er wirft mal lieber keinen Dreier. Aber ich könnte jetzt mal Williams vielleicht mal ein bisschen Hilfe gestatten. Aber Teague, der steht auch völlig frei. Für 3! Noch 11 Punkte, ja. So einfach geht's. Lars Christo in der Linie. Und 4 Minuten vor Schluss werden wir ausgewechselt. Sind immer gut rangekommen. Die Lakers gewinnen ihr erstes Spiel. 115:101. Wir verlieren unser erstes Spiel. Ist, glaube ich, nicht so schlimm. Natürlich verliert jede Mannschaft mal seine Spiele. Aber ich hoffe, durch eine super Leistung. Nicht punktetechnisch, aber Assists und Rebounds, also die waren unglaublich heute. Ja, gehen wir mit einem guten Start vielleicht ins nächste Spiel rein. 27 FP. Und haben alle drei dynamischen Titel verfehlt.
Is there anything positive you can take from a game with a final score as lopsided as this one? So, auf zum Interview. Kein gutes Spiel von ihrem Team, oder kann man aus so einem deutlichen Niederlage trotzdem etwas Positives mitnehmen? Wir haben auf jeden Fall nicht aufgegeben. Ja. Ich meine, also durch dieses Kommentar, ja, ist halt ein bisschen was runtergegangen. So, dann hoffe ich, seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es auf nach Sacramento geht. Und ja, ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Macht's gut. Ciao, ciao.